Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Mich erreichte wieder die Fairy Box und zwar ist das eine Box mit Naturkosmetikprodukten. Ich habe sie mir jetzt bestellt. Ab Februar bekomme ich sie dann regelmäßig. Dann bezahle ich die Box auch. Jetzt wurde sie mir nochmal von Fairy Box zur Verfügung gestellt, worüber ich mich natürlich unheimlich freue. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich war ja von der letzten Box schon so mega begeistert, dass ich mir die jetzt auch bestellt habe als Abo, weil ich habe ja die Glossy Box und die My Little Box gekündigt und ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren und das mache ich jetzt auch mit Fairy Box. Das sind naturkosmetische Produkte, da habe ich noch nicht ganz so viel Erfahrung damit und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass die Fairy Box jetzt als Abo bei mir einzieht. Und diese Box hat wie immer einen Zettel hier, wo die Produkte draufstehen. Ich habe es jetzt mal so gehalten, ich habe noch nicht geschaut und bin natürlich mega gespannt. In der Sneak Peek habe ich schon gesehen, dass es eine Augencreme gibt und ich wollte eigentlich auch schon ab der Januarbox dieses Abo beginnen. Ich war aber leider zu spät. Die Fairybox ist immer super schnell ausverkauft. Also wenn euch das interessiert, seid schnell und sichert euch ein Abo. Die Box ist wirklich sehr limitiert und deswegen freue ich mich, dass ich sie nochmal so bekommen habe. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Augencreme. Und die Sneak Peeks sind auch immer so wunderschön gemacht auf Instagram. Und ja, damit haben sie mich bekommen und ich freue mich unglaublich. Von meiner anderen Augencreme habe ich ja leider einen Ausschlag bekommen. Die hatte ich in der Glossy Box. War auch ein Naturprodukt, habe ich leider nicht vertragen. Deswegen hoffe ich, dass diese hier jetzt was für mich sein wird. Ich habe die Box mal geöffnet und die sieht innen drin so aus. Ist mit so grünen Chips ausgefüllt und da ist auch ein kleiner Zettel mit dabei gewesen. Da steht drauf, dass diese grünen Chips aus 100% Maisstärke und Wasser bestehen. Die können also problemlos in der Biotonne oder im Kompost entsorgt werden. Also auch sehr umweltfreundlich gestaltet in der Verpackung. Und ich lege auch gleich schon los. Ich bin super gespannt, was drin sein wird. Das erste Produkt ist dieses hier, sieht optisch auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend aus, gefällt mir. Ist eine schöne Pappverpackung, so rundlich, richtig toll. Und zwar ist das ein Bio-Erdmandel-Hautöl von Finicrana. Und das würde ich sagen, packen wir jetzt mal aus und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Da verbirgt sich eine Glasflasche in der Pappverpackung. Sehr schön, sehr hochwertig und natürlich auch wieder sehr umweltfreundlich mit dieser Glasflasche. Einen tollen Pumpspender hat sie und das mag ich ja sehr. Da finde ich, kann man am meisten Produkt rausbekommen, muss nicht immer so viel mit den Fingern und rumschütteln. Und ja, das mag ich einfach nicht so gerne. Da stehe ich auf diese Pumpspender hier. Und das ist bis Oktober 2019 haltbar, sehe ich gerade. Und es ist ein Hautöl. Ich lese mal, was da auf der Karte mit dabei steht. Es sind 100 Milliliter und das kostet 14,95 Euro. Finicrana Bio Erdmandelöl, Originalgröße 100 Milliliter. Das Erdmandelöl hat seinen Ursprung in Ägypten und war dort nachweislich schon vor 6000 Jahren bekannt. Es verringert die Zellalterung der Haut, verbessert ihre Elastizität und macht sie geschmeidig weich. Verwöhne deinen gesamten Körper mit den wertvollen Inhaltsstoffen und dem hohen Vitamin-E-Gehalt dieses herrlich milden Öls. Direkt nach dem Duschen in die noch feuchte Haut einmassieren. Ist sehr feuchtigkeitsspendend anscheinend, finde ich richtig toll und ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich will mal gucken, wie das riecht und ich zeige es euch auch gleich mal. Und jetzt verreibe ich das mal ein bisschen. Das hat eigentlich keinen Duft. Es riecht sehr, sehr, sehr dezent. Nach Mandeln. Ja,
nach dieser braunen Haut, würde ich sagen, die um die Mandeln so drum ist. Danach riecht das ein bisschen. Ja, finde ich toll. Fühlt sich sehr reichhaltig an auf jeden Fall. Zieht gut ein. Ja, gefällt mir. Dann ziehe ich jetzt mal das zweite Produkt aus der Box raus. Und es ist ein Duschgel von Sante Naturkosmetik. Und alle, die mich kennen, die wissen, ich stehe ja total auf Duschgel. Vor allem in dieser Tubenverpackung mag ich das im Moment richtig gerne. 200 Milliliter sind da drin und es ist mit Biogranatapfel. Gucke ich mal, wie es duftet. Riecht auf jeden Fall sehr mild. Auch eher dezent. Gefällt mir vom Duft her. Ist auf jeden Fall was, was ich so noch nicht in meiner übergroßen Sammlung habe. Doch, finde ich sehr gut. Gefällt mir. Ist nicht zu aufdringlich auf jeden Fall auch. Und dann schaue ich auf dem Kärtchen nach. Originalgröße 200 Milliliter. 4,95 Euro, also auch kein günstiges Produkt. Und so hat man mal die Möglichkeit, das zu testen. Gefällt mir. Bio-Granatapfel und Bio-Passionsblume. Finde ich auch ein super Produkt. Es geht weiter. Ich leere auch mal den Rest von diesen grünen Kügelchen aus, damit ich an die Produkte komme. Und das nächste Produkt ist die besagte Augencreme, auf die ich so scharf war. Und zwar ist sie mit Aloe Vera und ist hypoallergenig. Also da hoffe ich, dass ich die vertragen werde. Aber ich bin guter Dinge und die andere fliegt sofort in den Müll. Ganz toll. So eine süße Tube ist das hier. Und ich zeige euch mal, wie die aussieht. Sehr praktisch natürlich auch, dass das so eine dünne Spitze hat. Dann kann man die sich super gut unterm Auge auch auftragen. Ich mag das absolut gar nicht, mit den Fingern in eine Creme reinzugehen. Das ist so unhygienisch. Ich benutze auch immer einen Spatel. Und ich glaube, das hilft dann auch, dass nicht so viele Bakterien oder irgendwas da in die Creme reingeraten und die dann auch nicht kippt oder ihr dann Pickel bekommt. Also macht das vielleicht mal so, dass ihr euch so einen kleinen Spatel, den kann man auch bei Douglas bestellen, ich glaube kostet 99 Cent, damit ihr da nicht immer mit den Fingern in der Creme drin rummachen müsst. Ich stelle mir das nicht so gut vor. Und ich schaue natürlich jetzt, was die Creme kostet, um nicht ganz abzuweichen hier von der Box. Wo habe ich sie? Ah ja, hier Augenpflege, Originalgröße 15 Milliliter, also alles Originalgrößen bis jetzt. Die Haut der Augenregion ist besonders zart und besitzt dadurch wenig Eigenschutz. Reiner Aloe Vera Saft, Bisabolol und Rosenblütenwasser schützen gerade in der Winterzeit diese sensible Region und spenden intensive Feuchtigkeit. Das enthaltene Wachs aus Buchweizen wirkt sichtbar gegen die Zeichen der Müdigkeit und schützt vor trockener Heizungsluft. Ja, also das ist absolut das, was ich brauche. Und die wird sofort ins Bad wandern und benutzt. Richtig toll, freue ich mich unheimlich. Und die kostet 12,49 Euro. Dann geht es weiter, noch zwei Produkte. Ich sehe es hier schon vor mir, weil ich ja die Box ausgekippt habe. Und dann kommen wir mal zum nächsten Produkt. Und zwar ist das ein Creme-Deo. In so einer Dose hier. Sehr interessant. Das kenne ich so noch gar nicht. Von Bio-Balsam, Naturkosmetik natürlich auch. Mit Shea-Butter und Kokosöl ohne Aluminium. Und hinten steht drauf, die ist bis Februar 2019 noch haltbar. Und man soll sich mit der Fingerspitze ein bisschen davon rausnehmen und unter der Achsel einmassieren. Okay, und dann soll das halt schützen. Und das ist mit Grapefruit-Duft. Oh, und das liebe ich ja. Oh, das riecht so gut. Oh, das sieht auch so toll aus. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut erkennen.
Oh, das sieht echt irgendwie toll aus. Oh, ich könnte das essen. Ja, mache ich es natürlich nicht, aber das riecht sehr, sehr lecker. Und ich hoffe auch, dass das unter den Armen gut riecht. Ich hatte ja mal einen Deo-Roller mit Grapefruit-Duft und das war ja ein absoluter Flop. Ich fand, das hat so nach Schweiß irgendwie gerochen, dieser Grapefruit-Duft unterm Arm. Das war absolut gar nichts für mich. Ich hoffe, dass das nicht so sein wird bei dieser Creme hier. Das riecht unfassbar gut, ganz toll. Und da würde ich natürlich auch wieder nicht mit den Fingern reingehen, sondern lieber mit einem Spatel und das dann von dem Spatel oder von dem Löffel, was ihr euch da aussucht, dann runternehmen. Ja, vielleicht liegt das einfach an mir, aber ich finde das irgendwie überhaupt nicht ansprechend, finde sowas ekelhaft. Deswegen als Tipp, versucht das mal. Und jetzt lese ich euch mal vor, was dabei steht. Bio-Balsam Creme Deo, Originalgröße 50 Gramm, 8,95 Euro. Und da steht jetzt mit dabei, starte energievoll in den Tag mit dem frischen Duft der Grapefruit und der pflegenden Wirkung von Sheabutter und Kokosöl. Bakterienbildung, die für unangenehmen Geruch verantwortlich ist, wird verhindert, ohne dabei die Poren zu verstopfen. 100% natürliche Inhaltsstoffe. Ich finde, es klingt auf jeden Fall interessant. Das ist absolut mal was anderes. Und das ist ja auch das, was ich wollte, andere Produkte entdecken. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie das so ist, wenn ihr das schon mal getestet habt. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und berichtet mir davon. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist ein süßer kleiner Lidschatten hier, ein Mono-Lidschatten von Benecos. Und das gibt's bei Müller, da habe ich das schon gesehen und das sieht so schön aus. Schaut mal die Prägung da drauf. Ganz toll, gefällt mir und die Farbe gefällt mir auch. Und zwar ist das Apricot Glow und der kostet 2,99 Euro und es sind alles Originalprodukte gewesen. Und ich swatch euch den natürlich auch mal. Der fühlt sich wirklich gut an, richtig schön. Ja, okay. Es ist jetzt halt auch ein bisschen unpraktisch, dass ich das auf der Stelle gemacht habe, wo ich auch vorhin das Öl benutzt habe. Vielleicht könnt ihr es trotzdem gut erkennen. Es ist ein ganz, ganz toller, schimmernder Aprikoton. Ganz toll. Nicht so aufdringlich, dezent. Also ich denke, der könnte richtig gut auf dem Auge aussehen, wenn man es mal ein bisschen dezenter möchte. Gerade vielleicht für so ein Alltags-Make-up stelle ich mir den ganz toll vor. Und ich liebe ja auch Monolidschatten. Ich habe eine ganze Box voll und deswegen freue ich mich über diesen hier. Es war jetzt natürlich an dekorativen Kosmetikprodukten ein bisschen wenig, nur dieser eine Lidschatten hier. Trotzdem gefällt mir die Box insgesamt wirklich sehr gut. Es sind eigentlich, bis auf das Duschgel und den Lidschatten, ist klar, ist ein Lidschatten, sind es Produkte, die ich so noch nicht kannte. Und vor allem das hier finde ich richtig cool und das probiere ich super gerne alles aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Box fandet, ob ihr sie euch auch bestellt habt. Und dann würde ich sagen, ich beende das Video, wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein super tolles Wochenende. Auch bei diesem etwas regnerisch-stürmischen Wetter und ich habe auch heute ein bisschen eine Sturmfrisur. Ich war vorhin mit Cosmo draußen und wollte euch trotzdem noch schnell zeigen, was in der Box drin ist. Macht's gut! Tschüss!